Ey. Hi. What the fuck? Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas anderes, etwas Neues. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Krieg ich das überhaupt noch alles hin? Ich habe dieses Jahr ein Video hochgeladen und das war ein Stream-Highlight. Wie geht Videos aufnehmen? Erstmal, um meine lange Abwesenheit auf YouTube zu erklären, Mental Health, dies, das. Ich versuche gerade wieder reinzukommen und jetzt wieder mehr mit Videos anzufangen. Bla bla bla. Ich hoffe, wir sehen uns in nächster Zeit wieder häufiger auf YouTube. Und ja, kommen wir mal zum Thema des heutigen Videos. Denn bevor ich wieder da bin, glaube ich, habe ich... habe ich ein bisschen was zu erklären. Die Leute von euch, die mir vielleicht auch auf Instagram folgen, haben es hoffentlich mitbekommen. War jetzt die letzten 2 Wochen ungefähr auch nicht auf Instagram, nicht nur nicht auf YouTube, sondern auch nicht auf Instagram. Und das hat... Und das hat den Grund, dass ich auf einmal ein bisschen was geändert hat in meinem Leben. Habt ihr es vielleicht schon mitbekommen? Ich dachte, ich erzähle euch einfach mal die Story, wie das jetzt alles passiert ist, was jetzt vor 2 Wochen in meinem Leben auf einmal abgegangen ist und wie sich das Ganze für mich anfühlt. Ich denke, ich brauche jetzt nicht weiter drüber rumreden. Ich habe anscheinend jetzt Tourette. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä? Und same, what the fuck? Bevor ich einsteige darin, was jetzt in den letzten 2 Wochen und so weiter abgegangen ist, möchte ich nur noch mal so einwerfen. Nein, es hat nichts mit meiner Impfung zu tun, weil ich weiß, dass diese Vermutung und diese Idee bei manchen vielleicht aufkommen mag. Es hat zu 99,9999% nichts, überhaupt nichts damit zu tun. Denn ich habe seit 3 Jahren ungefähr ab und zu weirde kleine Ticks gehabt, wo man aber davon ausging, dass es nicht Tourette ist, weil ich die nicht spüren kommen habe, weil die sehr zentral waren. Und aus diesen ganzen Gründen und noch mehr Gründen hat man nicht vermutet, dass es irgendwas mit Tourette zu tun hätte, sondern einfach irgendeine andere Art von Tickstörung oder was weiß ich. Und ja, jetzt bin ich diagnostiziert und habe Tourette. Und der Weg dahin, boah, das ist so krass. Das ist auch, weil ich mich hier gerade selber sehe, dass mich das so voll triggert und weil ich jetzt auch darüber rede und so weiter. Ich glaube, das hat alles damit zu tun, weshalb ich gerade so, warum ich gerade so stark ticke. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. I'm sorry. Starte ich jetzt einfach mal rein in das, was jetzt vor 2 Wochen passiert ist. Nämlich habe ich an einem Tag, war Danergy zum Beispiel auch hier in Köln, wir waren gemeinsam frühstücken. Und ich habe beim Frühstücken gemerkt, so, hey, irgendwie, ich habe jetzt so eine neue Art Tick oder sowas. Und war dann die ganze Zeit so, habe mit meinem Kiefer die ganze Zeit so gemacht. Ich glaube, dieser Tick kommt daher, dass ich gerade, ich habe so Invisaligns. Und hab da so Gummis. Und dann, wenn man den Mund so aufmacht, dann zieht man mit den Gummis so die Schiene so ein bisschen raus. Und so habe ich ein bisschen rumgespielt gehabt die ganze Zeit. Und das hatte ich dann auf einmal als Tick, dass ich ohne zu merken, auf einmal den Mund so aufgemacht habe. Und jetzt gerade, jetzt denkt sich das Tourette gerade auch, das können wir ja ein paar Mal machen. Das ist auch anstrengend, ohne Witz. Auf jeden Fall habe ich das beim Frühstücken so gemerkt gehabt. Und da meine ich auch so zu Danergy und zu Jessie, mit der ich da beim Frühstück war. Das erste Mal wieder Outdoor frühstücken. Das war eine ganz weirde Experience für mich, aber jetzt anscheinend aus mehr als nur einem Grund. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, ich habe gerade wieder irgendwie deutlich intensivere Ticks. Und ich habe auch allgemein gemerkt gehabt, dass ich seit 2 Monaten oder sowas die Häufigkeit meiner Ticks, dieses nach vorne oder die Schultern haben gezuckt und ich hatte immer diesen Tick, dass ich dann A gesagt habe oder so ein Geräusch kam. Das war auf jeden Fall die Lage. Danergy war an dem Tag auch zurück nach Hamburg gefahren, nach Hause. Jessie war arbeiten und ich bin ins Gym gegangen. Auf dem Weg zum Gym auch gemerkt, irgendwie mit meinem Kiefer, ich ticke relativ viel rum. War komisch, ich habe mir aber nicht so viele Gedanken darum gemacht. Dann war ich beim Sport, da wurde es dann auch immer so ein bisschen mehr. Dann war ich aber fertig mit dem Sport und habe mich wieder auf den Weg zurück nach Hause gemacht. Und auf dem Weg nach Hause ist es irgendwie immer mehr geworden. Ich dachte so, okay, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir. Ich habe so ein bisschen Panik auch bekommen, weil wenn dein Körper auf einmal Dinge macht, die du so nicht in Auftrag gegeben hast und auch nicht kontrollieren kannst, dann ist es angsteinflößend, gruselig, dann ist das
zumindest seltsam. Hab da auch schon Jessie angerufen gehabt und Bescheid gesagt, irgendwie, ey, ich ticke gerade ganz viel, das ist ganz, ganz seltsam. Und sie so, oh, soll ich, weil sie wollte sich nach der Arbeit mit einer Freundin treffen, oder hat sie, soll ich lieber nach Hause kommen? Ich so, nee, alles gut. Hey, das ist so krass, ich habe gerade einmal kurz auf meinen Bildschirm geguckt, wo ich mich sehen kann. Und dann geht's direkt los. Wow. Sie hat gefragt, soll sie irgendwie kommen, ist alles in Ordnung? Ich so, nee, alles gut, triff dich mit deiner Freundin, alles entspannt. Ich bin nach Hause gegangen und ab da, wo ich zu Hause war, boom, nonstop. Es ging, jetzt mittlerweile schnipse ich übrigens aus Tick. Das ist so, vor allem auch so diese Super Mario Ticks, dieses the fuck? Ich saß zu Hause, hab durchgetickt. Stundenlang einfach nur durchgetickt. Rückblickend würde ich sagen auch, ich hätte mal Jessie Bescheid sagen können, dass gerade nicht alles normal ist und dass es nicht wie sonst halt direkt wieder weggegangen ist, sondern dass ich einfach durchgetickt habe. Dann irgendwann um 23 Uhr oder sowas kam Jessie nach Hause und hat mich gesehen und hat ein bisschen Angst bekommen. Und nachdem ich dann dreimal Nein gesagt habe oder sowas, hat sie dann quasi entschieden, dass ihr egal ist, was ich sage und dass ihr egal ist, dass ich sage, dass es mir gut geht und so weiter. Und da bin ich auch froh drum, dass sie das so gemacht hat. Und hat mir einen Krankenwagen gerufen. Weil das war nicht normal. Ich habe durchgehend getickt, ohne Ende, keine Pausen, konnte keinen geraden Satz sagen. Ich konnte nichts machen. Ihr könnt euch vorstellen, wie unfassbar anstrengend das ist und wie gruselig das für Jessie ausgesehen haben muss. Weil ich war wirklich die ganze Zeit, ich wollte es nicht so lange machen gerade. Ich wollte nur kurz zeigen, wie es war, aber dann hat das Tourette irgendwie übernommen und dachte sich, lass es ein bisschen länger machen. Ich experimentiere noch und versuche noch, und versuche noch herauszufinden, wie dieses ganze Tourette-Ding funktioniert, weil ich habe es seit 2 Wochen und versuche gerade irgendwie damit klarzukommen. Auf jeden Fall bin ich dann dort angekommen. Es war halt schon so krass, weil ich komme in der Notaufnahme an und muss an diesen Menschen vorbeigehen und es war einfach, Dankeschön, perfektes Timing, um nochmal zeigen, wie das ungefähr ausgesehen haben könnte. Es hat nicht aufgehört. Und es war halt so, oh, das war so super unangenehm, weil alle Leute gucken einen an und, keine Ahnung, weiß nicht, fragen sich, ob man Drogen genommen hat oder so, I don't know. Fucking seltsam. Es ist halt nicht normal, es ist unfassbar seltsam und auch von innen ist das einfach nur ein riesen Fragezeichen, was der eigene Körper da gerade macht. Also genauso wie man sich von außen fragt, was geht mit dem ab, so frage ich mich ja auch, was geht mit mir ab. Nur kommt da noch so ein bisschen Angst dazu, weil ich mir auch Sorgen mache, you know? Und in der Notaufnahme hat man sich aber jetzt nicht so die Gedanken gemacht um mich. So, man hat mich da hingesetzt, hat mir nach, weiß nicht, einer Dreiviertelstunde oder sowas, die ich durchgehend getickt habe, nonstop, bam, 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 hat man mir auf einmal dann Benzos gegeben? Für die, die es nicht wissen, Benzos sind, ist eine Art von Schmerz- und Beruhigungsmittel. Das ist eine Klasse von Arzneimitteln, die sehr schnell abhängig machen. Hat mich dann kurz untersucht, so, hier, spürst du das? Spürst du das? Alles klar, hier, hast du Reflexe? Ja, alles klar. Und dann hat man mich nach Hause geschickt, nachts alleine. Weil Jessie durfte ja auch nicht mitfahren, wegen Corona und so weiter, durfte sie nicht mit ins Krankenhaus kommen. Auf jeden Fall hat man mich dann einfach gehen lassen. Ich habe halt weniger getickt, nachdem ich die Benzos genommen habe. Könnte aber auch daran gelegen haben, dass es mittlerweile 2:30 Uhr nachts war, dass ich unglaublich müde war und dann noch Benzos dazu kam. Man hat mir noch ein paar Tabletten Benzos mit nach Hause gegeben, ohne mir zu sagen, was ich da gerade quasi in der Hand habe. Ich habe das nur über selbst googeln herausgefunden, dass ich da gerade Benzos bekommen habe. Dass das schnell abhängig macht und dass ich da echt aufpassen müsste eigentlich. Hat mir auf jeden Fall noch ein paar Benzos mit nach Hause gegeben. Ich bin normal nach Hause spaziert, habe Jessie am Telefon gehabt währenddessen, weil sie sich Sorgen gemacht hat und es nicht gut fand, dass ich alleine nachts high nach Hause gegangen bin. Upsi. Und fast forward zum nächsten Tag. Es geht einfach von vorne wieder los. Boom, 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 let's go. Ticks nonstop. Dann haben wir halt die ganze Zeit rumtelefoniert an Ärzte und so weiter. Unter anderem wurde mir auch am Tag davor in der Notaufnahme gesagt, hey, rufen Sie morgen hier bei uns im Krankenhaus an. Anstatt, dass sie mich stationär da aufgenommen haben oder sowas im Krankenhaus, in Neurologie oder sowas, haben die halt gesagt, hey, rufen Sie morgen mal hier beim Tourette-Zentrum an. Da kriegen Sie dann einen Termin. Und dann
schauen wir weiter. Ich rufe da am nächsten Morgen an, schon komplett wieder am Durchticken, bisschen in Panik, weiß nicht, was mit mir los ist, weiß nicht, was ich machen soll, weiß nicht, ob mein Leben jetzt die ganze Zeit so aussehen soll oder was die Lage ist. Und die sagt mir am Telefon, ja, Sie sind kein Notfall, wir haben eine 1,5 Jahre Warteliste, tschüss. Entschuldigung? Ich bin nicht lebensfähig, ich bin nicht in der Lage, einen geraden Satz zu sagen. Es sieht gruselig aus, mich anzugucken. Und sie sagen mir, ich bin kein Notfall und ich soll jetzt 1,5 Jahre eventuell so weiterleben, bis mir irgendjemand helfen möchte. Vielen, vielen Dank. Nachdem wir noch mehrere Ärzte angerufen haben und so weiter und so ziemlich überall das Gleiche rausgekommen ist. What the fuck? Ich brauchte offensichtlich Hilfe. Ich war nicht mal diagnostiziert. Man wusste ja noch nicht mal, was bei mir wirklich los ist. Möchte mir niemand irgendwie helfen? Hä? An dem Punkt hat dann mein Manager auch entschieden, dass er aus Berlin mit dem Auto nach Köln losgeballert ist, um im Zweifel mit mir dann im Auto mich einzupacken und mich in eine weiter entfernte Stadt zu fahren, wo mir dann eventuell jemand hilft. Und halt einfach, weil ich nicht diagnostiziert war, man nicht genau wusste, was mit mir los ist. Und einfach ein bisschen Support für Jessie, meine Freundin, auch da war. Vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall eine starke Aktion von dir. Kuss, kuss, kuss. Und Jessie hat währenddessen auch einem Arzt ein bisschen auf die Mailbox geheult, weil es irgendwann ihr auch dann zu viel war und sie nicht mehr klargekommen ist. Und weil sie sieht mich, ihren Freund da rumzappeln und Geräusche machen und alle sagen ihr am Telefon, das ist kein Notfall. Ich habe keine Kontrolle über meinen eigenen Körper. Ich bin nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Und sie sagen alles, ja, wir haben eine Warteliste. Wirklich absurd irgendwie. Keiner mir helfen wollte. Auf jeden Fall hat Jessie dann einem Arzt auf die Mailbox geheult und danach mir wieder einen Notruf gerufen, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar anstrengend das ist, wenn du über Stunden so zusammenzuckst, Geräusche machst und quasi das gerade. Vorher hat sich auch nochmal so eine Benzo genommen, die ich ja zum Mitnehmen bekommen habe. Das ist immer noch krass. Ich habe auch letztens so eine Doku gesehen von Y-Kollektiv oder sowas, so eine Reportage über Leute, die abhängig von Benzos sind. Und da halt auf einmal Leute in dieser Reportage, Doku, was auch immer sind, die einfach genau von dem Mittel abhängig geworden sind, was ich da einfach zum Mitnehmen nach Hause bekommen habe, ohne Erklärung. What? Kommen wir zurück. Ich wurde dann in eine Psychiatrie gebracht, weil die Klinik, wo ich dann davor in der Notaufnahme war, mich nicht haben wollte, weil ich in der falschen Postleitzahl wohne. Die Klinik hätte aber eine Tourette-Abteilung eigentlich, wo ich eventuell ganz gut aufgehoben gewesen wäre. Egal, die wollten mich nicht haben, weil ich wohne in der falschen Postleitzahl. Die haben mich in eine Psychiatrie gebracht, wo ich wieder Benzos bekommen habe. Und dann nach ein paar Minuten nach Hause geschickt wurde. Habe ich aufgehört gehabt zu ticken in der Zwischenzeit? Nein. Es ist weird. Diese ganze, also, ich habe deutlich weniger Vertrauen in, ich glaube, ihr versteht schon, oder? Zum Glück kamen aber dann auch schon ein paar gute Nachrichten, nämlich der Arzt, dem Jessie auf die Mailbox geheult hatte, oder wo sie im Telefonat in Tränen ausgebrochen ist. Klingt ein bisschen fies zu sagen, sie hat ihm auf die Mailbox geheult. Auf jeden Fall, wo sie in Tränen ausgebrochen ist im Telefonat. Der hat sich zurückgemeldet. Ich glaube, an dem Tag habe ich mich dann hingelegt und gepennt bis nachts. Und am nächsten Morgen konnte ich dann zu diesem Arzt gehen. Und der hat mir dann geholfen. Hat mir gesagt, ja, man sieht's quasi sofort. Sie haben das Tourette-Syndrom. Hier, die und die Tabletten probieren wir aus. Und hat mich aufgeklärt darüber, was ist Tourette eigentlich? Warum ist das so? Beziehungsweise, man weiß ja nicht super viel darüber, warum was wie ist. Aber das, was man weiß, hat er mir halt erklärt. Und auch der Arzt war, als ich die Story erzählt hatte von den Notrufen und Krankenhaus, Notaufnahme und so weiter, er war einfach auch schockiert. Denn auch seiner Meinung nach hätte ich direkt am ersten Abend, nach dem ersten Notruf, im Krankenhaus stationär aufgenommen werden sollen, um da 2 Tage oder sowas behandelt zu werden, um zu schauen, was los ist. Einfach mal durchchecken und die richtigen Medikamente bekommen, die ich zum Beispiel jetzt auch kriege. Mir geht's gerade schon deutlich, deutlich besser als an den Tagen, die ich euch gerade beschrieben habe. Stattdessen hat man einfach mir Benzos gegeben und mich nach Hause geschickt. Oh. Es ist traurig, Freunde. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was abgeht. Und hab mir dann jetzt 1 Woche oder 2 Wochen jetzt streng genommen, um einfach mal ein bisschen zu schauen, wie ich selbst damit klarkomme. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich relativ
gut damit klarkomme und dass ich locker damit umgehen möchte und euch da nichts vorlügen möchte oder auch das nicht verheimlichen möchte. Das wäre auch allgemein ein bisschen schwierig. Ja, wir sehen uns jetzt wieder häufiger, hoffentlich. Ich fange heute jetzt auch wieder an mit Instagram-Stories und so weiter. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt die mir hier in den Kommentaren oder auf Instagram. Ich werde mir Mühe geben, das einigermaßen zu beantworten. Aber ich habe den Spaß auch erst seit 2 Wochen. I don't know. Ich weiß nicht so viel. Ich glaube, ich werde auch heute live gehen auf Twitch. Da könnt ihr auch reinschauen und mir ein paar Fragen stellen, wenn ihr Bock habt. Es waren weirde 2 Wochen gerade, in denen ich gar nichts gepostet habe, wirklich. Also jetzt starte ich wieder mit allem. Ich glaube, in späteren Videos wird das deutlich weniger auffallen als in dem Video hier heute. Ich glaube, das hat besonders getriggert, weil ich mich gerade sehe, weil ich das erste Video gerade aufnehme, seit alles irgendwie so ein bisschen anders ist und weil ich auch über das Thema selbst spreche. Aber das werden wir halt alles erst in den nächsten Videos herausfinden, schätze ich. Und in den Streams und allem möglichen anderen, was ich auch mache. Ich hoffe, dieser kleine Real Talk oder Storytime, was auch immer das gerade war, hat euch gefallen. Schaut gerne bei mir im Stream rein. Ich bin heute live. Schaut auf Instagram vorbei. Abonniert meinen Kanal. Sorry, ich war echt lange weg. Was soll ich sagen? Dinge passieren, Mental Health, dies, das. Macht's gut, tschüssi.